Ideelle Förderung ist wichtig, weil Geld nicht alles ist. Erstens ist es ein großes Netzwerk, die mir ermöglicht wird. Im Rahmen der ideellen Förderung habe ich die Möglichkeit, Neues zu erfahren, neue Menschen kennenzulernen. Egal wer und auf welche Weise. Die Förderung der Friedrich-Ebert-Stiftung für ihre Stipendiaten ist extrem vielfältig. Die finanzielle Unterstützung ist dabei nur ein kleiner Teil. Betreuung und Austausch zwischen Studierenden, Hochschullehrern und Experten stehen dabei im Vordergrund. Das weiß auch Martin. Er studiert Wirtschaftsingenieurwesen. Die Brücke zwischen ihm, seinem Studium und der Friedrich-Ebert-Stiftung schlugen für ihn die gemeinsamen Grundwerte. Das Besondere ist, und das sehe ich, also es ist nicht nur bei den Seminaren so, sondern auch zum Beispiel in der Liste, dass alles sehr kritisch hinterfragt wird. Und sozusagen bei der FES ist nicht so, ist so ist es, sondern es ist eigentlich immer so. Offen sind auch die Vertrauensdozenten der FES. Neben ihrem Job sind sie Vertraute der Studierenden, helfen bei Problemen, sind Ansprechpartner für Fragen. Dabei stehen sie für gesellige Runden genauso zur Verfügung wie für Hilfe in eher persönlichen Fragen. Ich glaube, Mut zu machen, sich zu trauen, sich entweder überhaupt bei der Stiftung zu bewerben und sich im Studium etwas zuzutrauen, ist eine ganz zentrale Funktion, ganz zentrale Aufgabe von Vertrauensdozenten. Vertrauen schafft Gemeinschaft und die wird in der FES großgeschrieben. So entstehen Anknüpfungspunkte. Über das eigene Fach hinaus bietet die auch die ideelle Förderung der FES. Beispielsweise in Hochschulgruppen und stipendiatischen Arbeitskreisen. Zudem gehört zur ideellen Förderung ein umfangreiches Bildungsprogramm mit Seminaren, deren Inhalt und Programm die Stipendiaten der FES auch selbst mitbestimmen können. Wir bieten unseren Stipendiatinnen und Stipendiaten mit unserer ideellen Förderung die Möglichkeit, sich ganz vielfältig zu engagieren. Besonders die Hochschulgruppen und Arbeitskreise sind eine Gelegenheit, sich gesellschaftspolitisch mit Gleichgesinnten auszutauschen. Im AK Wirtschaft haben wir uns zum Beispiel im November getroffen und über die Wirtschaftskrise gesprochen oder die Finanzkrise, und wir konnten einfach intensiv darüber diskutieren. Und es war nicht nur so oberflächlich sozusagen das, was man sowieso immer in der Presse hört. Dabei vertraut die FES ganz auf ihre Stipendiaten. Denn wir wissen, was sie interessiert, weckt ihr Engagement, was sie mit Enthusiasmus verfolgen wird zu ihrem persönlichen Erfolg. Sie gehen ihren eigenen Weg und profitieren dabei. Vom starken Netzwerk der FES, von ihrem Netzwerk. Ich habe mit drei anderen Stipendiatinnen ein Seminar zum Thema Grundeinkommen durchgeführt. Ich habe ganz viele prägende Persönlichkeiten getroffen. Wir haben zum Beispiel eine Liste zusammengestellt, wie die FES nachhaltiger arbeiten könnte.